Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück bei dem besten Kanal hier auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und wenn ihr die schönsten Männer vor der Kamera sehen wollt, dann seid ihr wahrscheinlich auch auf dem richtigen Kanal, denn ihr könnt sehen, ich habe hier Raff auf dem Schirm. Oh Mann, ich muss an meinen Intros arbeiten. So, er hat gerade hier Donnerstagabend einfach mal so Vendetta RR rausgebracht. Schrägstrich, Schrägstrich, Outro. Produziert ist das Ganze von ihm selbst, The Crates und The Royals. So, jetzt habe ich Mix, kann ich jetzt schon sagen, weil ich es schon aufgemacht habe. Nuri Singer und Master bei Lex Barkey. Geil. Habe ich gerade eben auch eine Nummer von Tokio auch abgecheckt, hat auch der Lex gemastert. So, wir hören mal rein. Ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Remix oder von Vendetta, aber irgendwie Outro. Na, wir hören einfach mal rein. Das Album kommt ja bald. Oh, schönes Sample. Ja. Könnte von Kostas gespielt sein. Blutrot ist die Schrift, denn die Gedanken sind hässlich. Und ja, es stimmt, der Mensch ist vergesslich, doch Hass nicht vergänglich. Mein Herz ist Caserta. Es schreit nach Vendetta. Okay, geil, verstehe. Also jetzt hier zum Beispiel auch interessant vielleicht für den ein oder anderen Produzenten unter euch. Wir hören jetzt ja ganz klar, dass da ein Klavier ist. Aber dieses Klavier ist vor allen Dingen in den Höhen nicht präsent. Also die wurden eben rausgefiltert. Das heißt, hier wurde ein High-Cut vorgenommen oder eben ein Low-Pass, je nachdem von welcher Richtung man das angehen möchte auf dem Equalizer. Und dadurch hat die Stimme einfach nochmal eine ganz andere Präsenz, ja, und viel mehr Platz hier in dem Gesamtkunstwerk eben angeordnet zu sein. Sehr, sehr wichtig. Ihr seid tot, ich grab euch wieder aus. Für alles kommt die Strafe, daran habt ihr nicht geglaubt. Es macht euch verrückt, über alles mein Name. Ich beobachte euch durch Plakate. Und wird es Nacht, hört man mich in Clubs. Die Mädchen, die ihr gut findet, singen meine Hooks. Ich seh euch auf Fotos nur fetter und fetter. Bin im Studio und produzier Bretter. Hab 40 mal Gold, das nennt man Erfolg. Ja, ich hab euch über... ja, Feier. Gut, da kann auch jeder andere eigentlich einpacken. Ja, also, irgendwo muss man ja sagen, das ist Erfolg, oder? Also wenn es da jemanden gibt, der ihm das irgendwie noch abspricht, dann weiß ich auch nicht. Ja, was man noch sagen kann hier zur Produktion, ist es halt Raff-typisch schon fast, wenn ich mich recht erinnere, dass es komplett durchgedoppelt ist. Also wir haben wieder hart rechts, hart links, auch wieder Stimmen, die den Text der Main-Vocals, die hier in der Mitte zentral angelegt sind, und komplett durchdoppeln, unisono, also im selben Ton. Ja, ich fick noch mit Stolz. Vielleicht ist bei mir bald vorbei, doch bei euch hat es niemals begonnen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich weiß, dass ich... Das ist, es soll ja sein letztes Album werden, hat er gesagt. Jetzt sagt er, vielleicht ist es bei ihm bald vorbei. Ihr brennt und nur deshalb schreibe ich diesen Song. Geile Effekte hier mit den Stimmen auch im Hintergrund die ganze Zeit, aber hier hört man es besonders nochmal raus. Also, vom Mix her dann natürlich auch so angelegt im Equalizer, dass es nicht den Platz der Hauptstimmen wegnimmt. Das heißt, auch in den Höhen einiges wieder weggenommen, wahrscheinlich in den tiefen, unteren Mitten, tiefen und unteren Mitten auch. Und zudem natürlich noch ein paar andere Effekte, bestimmt Autotune und irgendwie so ein paar Sachen, was man da... Da kann man immer ein bisschen experimentieren, aber sowas in die Richtung bestimmt. Da ist es eine wie Don Sabastano und Chido. Nur einer von uns verlässt wieder lebendig den Friedhof. Hab Leute, die warten drauf, dass ich ihnen sage, geht los. Der Tod lauert immer und überall wie bei Don Vito. Jetzt geil wieder, wie das Sample einsetzt. Geil. Oh, okay. Ah,
Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, hier ist was ganz Besonderes passiert. Und zwar hat er quasi hier einen Chor aufgebaut. Hier kommt pro Wiederholung des Wortes Vendetta eine Gesangsharmonie hinzu. Wunderschön, sehr, sehr musikalisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist natürlich, da erwischt man mich mit im Herz, wenn man mit schönen Harmonien arbeitet. Also, wir fangen an. Ich glaube, hier war's. Unisono, also alle in derselben, im selben Ton. Eine Harmonie dazu. Auf dem linken Ohr übrigens, falls ihr die Kopfhörer aufzieht, macht das unbedingt. Wenn ihr meine Videos schaut, dann könnt ihr alles noch besser nachverfolgen. Und am besten, wenn ihr auch diese hier zu Hause habt, es lohnt sich. Es sind einfach Studio-Referenz-Kopfhörer, die seit Jahrzehnten etabliert sind. Es macht Sinn. Preis-Leistung ist unglaublich. Kauft euch keine Beats oder so. Kauft euch dann die hier, wenn ihr zu Hause gerne und viel Musik hört. Und auch Film und so ist auch geil auf denen. Also wirklich, wirklich Geheimtipp. Geheimtipp. Die liegen in allen Studios rum. Standard. Da war die zweite Harmonie jetzt. Dritte. Das war's. Jetzt haben wir nur die Harmonien und nicht mehr die Hauptstimme. Geil. Das nenne ich mal ein Outro. Nice. Oh, die Streicher. Dramatisch. Schön. Sehr, sehr schönes Ding. Ich bin gespannt, ob da ein Video kommt. Ich schätze fast nicht, da es ja doch so ein sehr kurzes Stück ist und eigentlich nur das Outro. Aber man weiß ja nie. Bei Raff kommen ja einige Überraschungen doch da mal hin und wieder durch. Cool, ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat es gefallen und ihr habt was gelernt. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich sage das nicht nur so, sondern das ist, liegt mir wirklich am Herzen. Genau, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne, gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehremann, dann verpasst ihr kein Video. Es gibt 3 Videos am Tag, manchmal sogar, 2 Videos am Tag, manchmal sogar 3, manchmal 4. Und manchmal weiß ich auch nicht, wie viel. Ihr merkt.